bist zu weit führig geflogen. Alter, ich habe ein Foto gemacht. So. Jetzt bin ich frei. Alter Schwede, das wird so ein Scheiß. Dodala. Achso, jetzt waren die da mal Nachtsicht. Okay, na pass auf, das macht man anders. Du, jetzt hängst du da irgendwie in der Tür drin. Ja, jetzt bist du richtig. Sonst lassen wir das einmal. Weil ohne Nachtsicht sieht man. Ronny, komm mit. Komm mit. Wo ist das jetzt? Da ist einmal. Einmal. Ich leg dir jetzt was hin, das tust du einfach ins Invi. Ja. Oh Mensch, die blöde Steuerung, hä? Ich will die Hälfte vom Haufen. Meine beiden Waffen sind vom Schiff kaputt. Ja, dann komm noch zurück, dann machen wir sie neu. Nee. Wir fliegen jetzt mit denen hin und versuchen das mit denen zu schaffen. Weil da haben wir ja ein Schild drinnen. Ja, aber nur 15mm Kanonen. Das ist wurscht. Oben am Boden. Habe ich. Einfach ins Invi. Habe ich. So. Jetzt kommen wir mit. Ich dachte, ich brauche doch eine Waffe. Ich habe auch keine DOW drinnen. Waffen brauchen wir jetzt. Okay. Brauchen wir Waffen? Nein, du bist schon fast. Ja, eigentlich nicht. Das stimmt. Jetzt willst du das Weiße nehmen, oder was? Naja, das ist das Einzige, was halt nur... Das hier, meine ich, das hat ja Schilde. Das hat ja keine Schilde. Keine Schilde? Nee, nur das hier hat Schilde. Ja, wir haben ja noch einen Hammerhead auch, ne? Wollte ich gerade sagen. Dann fliegst du mit dem Schild, dann fliege ich mit dem Hammerhead. Das habe ich gar nicht... Oder wir warten, bis Alea zurück ist, reparieren Aleas Schiff und fliegen dann nochmal zu dritt. Soll ich jetzt doch zurückkommen? Ja, haben wir doch die ganze Zeit gesagt. Na eben, meinte Max nicht. Nein, ich dann meinst nicht du bei mir wieder kommen, ja. Ne? Ja, ich dachte, du hättest keine Waffen mehr. Ja doch, im Invi habe ich doch auch noch einen Raketenwerfer. Ja, aber am Raumschiff. Der Raketenwerfer, das reicht eh. Na, bleib dort. Das schaffen wir schon. Na gut. Ja? Das schaffen wir schon, das probieren wir einfach jetzt. Naja, wir müssen gerne. Jetzt ist ja eh die letzte Folge, ne? Das schaffen wir schon. Ich will aber mein Raumschiff nicht verlieren. Alter, Max hat wieder sein Raumschiff so blöd gepackt. Ja, das ist einfach sehr groß. Aber mein Schutzschild ist aus 10% geladen, ne? Ja, das bis dort bist, passt schon. Jetzt siehst du alles dunkel, oder? Ja. Drückst du mal die Taste Ludwig, L. Passiert nichts. Drückst du das noch einmal? Passiert nichts. Hast du das jetzt im Invi gehabt oder nicht? Die L-Taste. Ah doch, jetzt reagiert er. Jetzt passiert was. Okay. Jetzt zeigt mir nämlich auf. Ist er was? Oh, wo ist denn das? Wo ist denn das? Oh, mal eben ein paar Spinnen gekillt. Komm, T-Rex, was haben wir? Wo bist denn du überhaupt? Ah, seht ihr schon. Bin gerade quasi Richtung anzusuchen. Ja. Richtung Brom, T-Rex, also die sechste Tunnel, gell? Pass auf. Die Geschütze haben wir die Eigenart, dass die, wenn man es nachkommt, dann können sie nicht schießen, gell? Ja, das hab ich gemerkt, ja. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn wir mitten in der Basis landen? Dann können die trotzdem schießen. Dann musst du dann schon direkt bei denen landen. Du hast ja einen Raketenwerfer. Der geht ja und es sind nur noch zwei Dingens übrig. Von daher, ich werde jetzt auch gleich, wenn ich die Spinnen gelootet habe, versuchen. Du lootest Spinnen anstatt dass die Dinge
im Mob schießt. Achso, ja, die haben die angegriffen, oder? Wenn die mich angreifen, loot ich die auch. Ja. Also wenn du den kaputt machen kannst, das war eine Idee. Also nicht die Spieler, sondern diese Britz. Ah, ich halt 152 Meter, ist natürlich ein bisschen wenig, aber krieg ich schon. Dann schießen die Arschlöcher schon auf mich. Ja, das ist das Problem. Da gibt es aber noch eine zweite Basis, die habe ich ja vernichtet. Ich glaube, das war nicht die erste, sondern es war die zweite Basis. Die links daneben stand das. Ah, mein Schild ist 100% jetzt gefüllt. Ja, genau, das ist das Gute. Jetzt wird es zu hell, sagst du, weil die Sonne aufgeht. Jetzt musst du eh drucken, dann schaut das wieder aus. Hat es funktioniert? Ja. Das hat er sofort gemacht. Ich denke, er musste eben erstmal laden oder so, keine Ahnung. Ja, der hat drei Positionen. Einmal so, einmal Licht und einmal Infrarot. Ah, okay. So, ich habe jetzt einmal 180 Meter Range, 170 Meter. Was ist das für freundlich? Da steht ein Raumschiff irgendwie auf der Karte, ne? Ich sehe das schon. Oder bin ich das? Interceptor Hammerhead. Alia, ist das dein Schiff? Hast du das irgendwie auf dem Berg geparkt? Ja. Ja, ich sehe gescheit. Ah, da. Du schießt es. Der Center Hammerhead ist ja, wieso ist der rot? Bei mir. Keine Ahnung. Ja, also hat nicht funktioniert. Ich bin eben einmal gestorben und komme jetzt nicht mehr an meine Sachen ran. Ja, das ist meiner, der explodiert ist. Okay, zweites Geschütz ist weg. Ja, den habe ich gerade weggemacht. So, mach mal bitte die Geschütze kaputt und dann. Okay, jetzt ist es auch weg. Ja, also weg. Passt es, aber ich verstehe es dann noch. Ja, das sind noch kleinere Geschütze, die hängen so ein bisschen an uns runter. Okay. Schutzschild. Soll ich das irgendwo sehen? Ich hasse diese Viecher. Oh, ist noch 100% der Schutzschild. Super, oder? Ja, das ist. Also, wenn ihr da fertig seid, könnt ihr mir. Allerdings habe ich vorne rechts, glaube ich, gar keine. Konstruktion mehr. Also beschädigt bin ich trotzdem. Oh wei, mein armes Raumschiff. Oh genau, dieser Scheißhund sitzt genau auf meiner. Das Blöde ist, ich komme nicht zu meine Sachen.
Ist noch irgendwie, ja, was schießt da noch? Ja, wir sind der Türke. Hast du denn den Anker? Der links neben der Basis ist. Siehst du den? Ja, ja. Er hat mich gerade wies getroffen. Ich versuche mich gerade aus dem Reichweite von dem zu manövrieren. Du hast einen Schirm, ich habe ja keinen Schirm. So, jetzt ist zerschrottet. Dein Schiff? Oder was? Nee, da schießt wieder was auf mich. Da ist noch irgendwo ein Geschützturm von denen. Nein, das sind die Typen selbst, die auf uns schießen. Ja, raus. Ja, ich hab's gefunden. Okay, auch kaputt. Ah, da ist noch einer. Schütz hat der. Du, Ronny, geh bitte nicht auf den Fahrer. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur eine Waffe aufstellen, dann kannst du uns gerne aufstellen. Ronny, du hast da die Tür. Was wird du nicht helfen, dass ich zu meiner Ronny komme? Ich höre nix. Ja, ist kaputt. Ich lande. Ronny? Ja? Kannst du mir helfen, dass ich zu meinem Rucksack komme, beziehungsweise zu meiner Hornet? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin jetzt in der Luft, ich stehe in der Luft. Siehst du meine HNT-1 Hornet? Ja. Die steht da und dahinter ist ein Gebäude. Das kann ich, da kann ich nicht anfliegen, weil ich habe keinen Schutzschirm. Ich bin eh dabei, aber... Mein Flugzeug ist aber schon fast Schrott, ne? Da hast du keinen Schutzschirm mehr. Doch, aber der hat mich trotzdem getroffen. Ich komm mal ran, dann siehst du, was ich meine. Guck, was ich nur umzudrehen, dann siehst du es. Nein. Das Raumschiff ist auch platt. Großer Fixias. Komm jetzt meine Sachen. Wo ist denn? Das geht nicht, das nutzt nichts, weil das ist die Fixias. Ja, wo ist denn das? Zwischen die zwei Basen. Naja, jetzt haben wir alles zerstört, was wir an Raumschiffe hatten. Nein, ich hab noch eins. Ja, ist schön. Ja, bring doch die Teile mit hier. Zwei Raketenwaffe. Ja, ich kann nichts mitbringen. Ich bin tot. Ich bin explodiert. Ich bin abgestürzt. Ja. Wird aus dem Flugzeug geschossen. Oh, schade für mein schönes Raum. Also der Schutzschirm, der hat ja nichts gebracht. Das war für den Arsch. Ja, das ist richtig. Der war nämlich immer noch 100%. Ja, aber anscheinend war der Schutzschild so klein, dass die Frontpartie immer noch zerstört wurde. Und da waren ja die Miniguns drin. Das heißt, ich hatte dann irgendwann keine Miniguns mehr. Mhm.
Ne, und dann war das quasi nicht mehr flugtauglich und ist abgestürzt, weil die komplette Nase fehlte, ne, vom Raumschiff. Ja, ja, klar. Ne, und ja, dann beim Absturz bin ich dann auch gestorben. Ja. Also ich bin in der Luft, hab's mir rausgeschossen und das Raumschiff müsste jetzt nur in der Luft stehen oder so, jetzt keine Ahnung. Naja, ist so wie es ist. Tat's jetzt beide weg. Nee, also Alea ist noch immer. Alea ist noch immer irgendwie, keine Ahnung. Alea, wo macht. Bist du? Bist du doch auf dem Radar? Also die Defense-Basis ist also waffenlos, ne? Das habe ich wohl geschafft, bevor es explodiert ist. Ja, ich habe jetzt keine Ausrüstung, ich sehe nichts mehr. Aber ich sehe einen Rucksack, nur wenn ich da hingehe. Ich darf mir gerne unten eingraben. Das Blöde ist, wenn ich hingehe, da schießt er mich wieder. Ich schieße aber auch gerade, hörst du mich nicht? Nee. Normalerweise musst du aber an den Rucksack, weil die Defense-Station jetzt zerstört ist, musstest du an den Rucksack aber drankommen. Ja, es schießt ja nicht die Defense-Station. Ach so. Ich habe gesagt, es schießt die andere Station. Ach, die andere Station. Ja, da bin ich genau dazwischen. Ja. Irgendwie bin ich gerade auch gestorben aus dem Nichts. Okay, ich glaube, das war's. Und der Song, das war ein krönender Abschluss für die Serie, oder? Ja, das war auf jeden Fall ein krönender Abschluss für die Serie. Also ich werde jetzt in der Heimatbasis spawnen, weil es hat keinen Sinn, in der dort wieder zu spawnen, weil das überleben wir sowieso nicht, ne? Nee, das überleben wir eh nicht. Das muss also man ich gehe jetzt in die Heimatbasis. Okay. So. Aber es war spannend. Warum kann ich damit nicht schießen mit dem Gewehr? Kann ich nicht verstehen. Mit welchem denn? Mit dem, was ich jetzt gerade in der Hand habe. Leg mir das her, dann sag ich es doch. Nee, ist gut. Scharfschützengewehr. Ja, hast du Scharfschützenmunition? Nee, Gewehr, die normalen Gewehrpatronen. Nein, du brauchst Scharfschützenmunition. Da hat eigene Patronen. Ich wollte aber eigentlich nicht das Scharfschützen, ich wollte das Sturmgewehr haben. So. So, Sturmgewehr angesattelt. Ich nehme jetzt Aleas Raumschiff. Nee, nimm ihn mit. Oh Gott. Ja, ich würde. Ihr seid doch zu Hause, bringt doch mir Waffen mit für mein Raumschiff. Ja, was brauchst du? Raketenwaffen normal. Ja, der hat ja 3 oder 4 Raketenwerfer, der Hammerheld. Ja, einer reicht doch schon mal. Fürs Raumschiff. Zwei. Genau. Ja, ich guck mal, was wir hier haben. Wir haben ja ein paar von den gelooteten Schiffen. Da haben wir auf jeden Fall. Ach, in meinem Rucksack, da findest du Raketenwerfer. Und in meinen Sachen findest du alles. Hast du alles nicht mehr. Da findest du 4 Raketenwerfer drin. Ich werde jetzt hier von allen Seiten beschossen. Lass mich doch in Ruhe. Aus! 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 Scheiß, hau noch in Spinnen rein jetzt laufen. Aus! Ich bin kein Futter. Ich? Und keine Ausdauer mehr. Bin kein Futter, nichts Butter. So, keine Munition. Besser. Bist du schon los, Ronny? Nee, ich hab grad die Raketenwerfer und dann, was waren's noch? Miniguns, ne? Brauchst du auch noch, ne? Ja, aber wir haben keine Miniguns. Ja, aber das kann man ja alles bauen. Ja, weil ich brauche nämlich auch welche. Warte, pass auf, dann baue ich welche. Bau du bei den anderen Konstruktoren auch welche, dann geht's schneller. Ja, kann ich machen. Minigun. Minigun-Patronen. Bank. Wo sind die Waffen denn hier? Mann. Ah, da. Hallo Spinnies, bitte eine Sekunde warten. Ihre 60 Meter Reichweite ist halt nicht sehr viel, gell? Kommt hier hin, damit ich an meinen Rucksack kann. Kommt. Tschüss. Bis. Und tschüss. Und tschüss. Ich klaue mir gerade deine Schrotflinte. Du kannst alles. Achso. Du kannst alles von mir klauen.
Also er produziert fleißig, Schatz. Es dauert ein bisschen. Ja, bei mir auch. Aber das Blöde ist nach einer Viertelstunde. Wenn du meinst, also bei mir brauchst du gar nicht hingehen, weil das ist alles. Ja, aber bei mir lohnt es sich. Ja. Und ich, an meinen Rucksack kommst du jetzt problemlos dran. Weil da sind ja keine Geschütztürme mehr an der Defense-Station. Ja, hast du einen Raketen-FHT-2 habe ich da gemacht, oder? So. Ah, noch so ein Vieh. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade beschäftigt. Achso, okay. Von hinten spritzt mich noch so ein Scheißvieh an. Ach ja, das Alien Bakterei. Das mit dem Anspritzen, was soll ich sagen. So. Ich habe jetzt nochmal die Miniguns jetzt auf zwei Konstruktoren verteilt. Ja, und so macht er noch ein paar. Ja, der kann ja vorne hat er 6 Miniguns und 6 Raketenwerfer auf jeden Fall. Ja, wir haben ja keinen Neodymo mehr. Wir können ja auch keinen neuen mehr bauen. Aber gar nichts mehr. Ah, doch. Haben wir wohl, sehe ich gerade. Wo kommt das, das Neodymo jetzt auf einmal her? Aus. Ich war ja farmen. Lasst mich doch in Ruhe. Ich war ja farmen. Mhm. 1006 oder 1007 Stück oder was haben wir gehabt? Jetzt habe ich eine Waffe. So. Kupfer brauche ich. Kupfer. Kohle. Kupfer. Jetzt lacht ihr nicht mehr, hä? Hehe, hey. So, Kupfer. Zack. Das war Neodymium. Scheiße. Scheiß Fischer. Kohlenstoffsubstrat. Oh, wir haben keinen Kohlenstoffsubstrat mehr. Wie kommt das denn? Du nimmst einen Schotter und machst aus dem 3690 Kohlenstoffsubstrat. Machst du in einem von den Konstruktoren machen. Oder ich mach das schon. Ich hab schon in Gang gesetzt. Und du schon? Tatsächlich. So. Scheiße, ich hab die ganzen Neodymbaren verheizt. Ich hab mich wieder mal verklickt. Verdammte Kacke, ey. Ich wollte gerade sagen, was hast du echt gemacht? Ich hab's aus Versehen in die Produktion getan. Ich hab gedacht, es wäre der Kupfer, weil es von der Farbe her fast gleich aussieht. Ja, aber... Achso, für Schiffe, oder was? Ja. Kobalt. Oh, alle? Ja, super. Nee, die Hälfte. Jetzt despawned, Papa. Ja. Ja, bei mir ist sicher alles weg. Deswegen sage ich, also, du kannst ja nichts rausnehmen, oder? Warte, ich mach Kohlenstoffsubstrat. Ich habe das schon in Auftrag gesetzt. Silizium. Silizium haben wir. Du kannst Silizium machen. Wir haben auch kein Silizium mehr. Haben wir alles verbraten. Jo. Silizium? Doch. Klar. Silizium? Was machen wir denn? Barren. Barren sind die. So, die Miniguns sind fertig. Ja, Miniguns sind fertig. Wir können los zu Alea vorstoßen. Warte, mach schon noch ein paar Siliziumbahnen. Wie viel braucht man denn? Komm zu mir, Spinni. Für 1, 300. 147 habe ich noch, also 150 brauche ich. Ja, oder gleich. 20, 30,
Gott, schreib mal geschwind, wie schaut's aus mit den Waffen? Was habe ich denn da? Ich habe jetzt eine Pistole. 43 Meter Reichweite. Ist das nicht so viel? Boah, ich hätte aber echt nicht gedacht, dass das so heftig reinhaut, hä? Keiner von uns, gell? Nee, ich habe echt gedacht, dass die hauen wir jetzt mit der Bewaffnung so weg, ne? Und auch, dass der Schutzschild überhaupt nichts gebracht hat. Das hat mich auch total verblüfft. Die bringen ja nicht viel, ne? Nee, gar, er hat gar nichts gebracht. Das war so, als ob der überhaupt nicht vorhanden ist. Naja, ganz so ist auch nicht. Der hilft schon ein bisschen, aber es ist zu wenig. Es ist viel zu wenig. Viel zu wenig, viel zu wenig. Ja. Wo hat er denn jetzt die Minigames gemacht? Na, immer ein paar Nummer, weil ich brauche auch welche. Ach so, ja, okay. Ja, sag das doch. Dann muss ich ja wieder neue machen. Ja, warte, mach auch welche. Nee, mach ich schon. Kein Ding. Ja, ich brauche ja noch welche. Die gingen da so hin. Also, mein Invi habe ich gerettet.